Das Geheimnis der Freiheit ist der Mut, etwas zu tun, um deine Träume wahr werden zu lassen. Mit diesem Gedanken bin ich mit Dachzelt auf dem Weg nach Nordschweden. Ich habe gerade gehört, dass es in Donaueschingen heute kalt sein soll und es regnet. Da bin ich aber froh, dass ich in Schweden bin bei 20 Grad und blauer Himmel und Sonne. Und die Sonne brennt hier, das sind keine normalen 20 Grad. Wir haben uns bei Abisko von Sebastian getrennt, sind 150 Kilometer gefahren. Und das ist die gleiche Stelle, könnt ihr euch daran erinnern, wo wir auf dem Klo waren und unser Wasser aufgefüllt haben. Jetzt haben wir wieder auf dem Klo und haben unser Wasser wieder aufgefüllt. Keine 5 Minuten sind wir da und schaut mal, wer da ist. Der Sebastian. Ja, Zufall. Es war jetzt echt Zufall, dass er auch hier gerade eine Pause gemacht hat und wir uns hier sehen. Naja, es sind Dinge gibt's. Leute, hier stehen wir nun mit dem Daniel zusammen. Ein riesengroßes Schild. Hier endet der Polarkreis wieder. Da sind wir ja vor ein paar Tagen reingefahren. Das habe ich auch in die Live-Story bei Instagram und so gepostet. Ja, Daniel hat gesagt, komm Murat, wir nehmen das mal schnell nochmal auf und ich habe es natürlich sofort angenommen. Ja, für uns nicht ganz unwichtig, weil wir haben da bei Abisko wirklich tolle 3 Tage gehabt. Ja? Ja, einen Sonnenbrand nehmen wir mit. Polarsonnenbrand, ja. Die Winterjacken haben wir nicht einmal anziehen müssen, außer bei Lübeck. In Deutschland. Da war es kalt. Ja. Und für uns natürlich hier, ja, für dieses Jahr, also wir werden wahrscheinlich wieder in diese Richtung mal fahren, aber dieses Jahr halt nicht mehr. Und in dem Moment, ja, verabschieden wir uns hier von dem Polarkreis und fahren mehr Richtung Osten. Osten und dann weiter nach Süden. Genau, Richtung Heimat. Ja. So, also unbedingt auf Instagram vorbeischauen, weil da ist es halt live. Wann das Video hier live geht, weiß ich nicht. Kann natürlich jetzt ein paar Wochen dauern, bis ich daheim bin, aber... Falls ihr auf Insta geschaut habt, dann habt ihr das jetzt schon gesehen. So, hier werden wir übernachten. Mein Dachzelt werde ich jetzt gleich aufbauen. Der Daniel ist schon dabei. Ich muss den mal posten, verstehst du? Ich habe die Postarbeit und der Daniel chillt. Nein, er baut sein auf. Und das ist jetzt der Ausblick. Und da werden wir ins Wasser gehen. Wir haben schon mal unsere Hände reingemacht. Es ist lauwarm. Ich meine, ich habe ja vorgestern im eisigen Wasser gebadet, dann werde ich das hier auch noch hinkriegen. Ja, wunderschön. Und klar, Drohne ist gleich mal im Einsatz hier. Mein lieber Scholli. Ich werde hier am Strand sitzen und die Drohne so von mir weg. Das werde ich machen. Boah, genial. Ich freue mich. Das ist unsere Aussicht heute. Und da hier das Dachzelt von Daniel. Mein Dachzelt. Das ist sogar Umkleidekabine. Ja, Wildgänse. Und da sitzt der Daniel. Heute gibt es ein Lagerfeuer. Und wir essen heute schön gemütlich aus der Dose diesmal. Wir haben ja die letzten paar Tage immer frisch gekocht. Aber heute gibt es noch was aus der Dose. Ja, so sieht hier der Platz aus. Und auch diesen Platz haben wir über Park for Night gefunden. Und ja, richtig, richtig schön. Kann man nichts machen. Hier muss man es genießen. Ich gehe jetzt nachher ins Wasser. Nachher gehe ich noch ins Wasser. Werde mich noch ein bisschen eben frisch machen, bevor ich ins Bett gehe. Weil dieses Wasser ist natürlich viel, viel wärmer als da bei Abisko. Da war ja Eis im Wasser. Und dieses ist natürlich schon im Gegensatz zum Wasser bei Abisko lauwarm. Und da werde ich nachher schön eine Runde schwimmen. Also heute Abend in den Nachrichten irgendwas mit Schweden, Waldbrand oder sowas hören solltest, behalt bitte dieses Video intern und nicht an die Öffentlichkeit damit gehen. Könnte teuer für mich werden. Wir sind nämlich hier am Rumprobieren, aber ich denke, wir kriegen das hier hin. Unser Abendbrot. Ihr habt ja vorhin gesehen, wo wir übernachten.
Und der liebe Daniel hat hier schon Holz gesammelt, Holz gespalten und macht schon unser Lagerfeuerchen, was auch ein bisschen von die Mücken fernhalten sollte, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wir hoffen es. Warte, du hoffst es, ja? Wir hoffen es. Ja, wir hoffen es. So, und irgendwann mal springt auch der Murat ins warme Becken. Ja, schauen wir mal. Ja. So sieht das dann hier aus, ne? So, der Daniel ist hier am Spülen. Heute trocknet nicht ab. Ja, wir haben keine Reihenfolge. Wir machen es eigentlich, wie es gerade passt. Und jetzt werde ich nachher dann abtrocknen. Und der Daniel sagt selber, das Wasser ist? Lauwarm. Im Gegensatz zu vor vier Stunden. Da hatten wir Eiswasser. Ja, ich gehe nachher auch mal ganz kurz ins Wasser. Mich frisch machen. Ja, aber zuerst wird abgetrocknet. Ja, zwischen den Bäumen kommt noch die Abendsonne so. Ja, echt herrlich. Ein Stück Freiheit hier, muss man schon sagen. Und wir können wirklich jeden Tag irgendwo anders hingehen. Und es wird hier geduldet oder es ist hier erlaubt. Und das ist wirklich sehr viel wert. Leider bei uns zu Hause nicht möglich. So wie es jetzt auch gehört, geht der Murat hier in den See baden, weil ja der liebe Daniel ist ja schon im Wasser und das habe ich auch schon letztes Jahr gemacht, deswegen mache ich das auch dieses Jahr direkt ins Wasser. Ja, mal gucken, die Einheimischen waren hier schon drinne und der Murat macht das jetzt auch. Mal gucken, ob alles zu ist, nicht dass meine Kamera hier gleich, es geht, es ist angenehm. Hey, du Tier! Guck mal! Oh ja, es ist kalt. Aber nicht mehr so, sondern eher so. Oha, oha. So. Dass ihr mal sehen könnt, dass der Murat hier auch wirklich immer wieder ins Wasser geht. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja, kalt, oh ja, kalt, oh ja, kalt, oh ja, kalt. Wird kälter. Also ich glaube, ich springe jetzt mal rein. Ja? Tschüss Leute, lebt wohl. Und 1, 2, 3, 4. Das war's. Und wieder raus. Nein. Das ist angenehm. Ja. Du Tier, komm. Nee, ich bin eine Pussy. Nein, bist du nicht. Nee, doch, ich bin, Alter, hör auf jetzt. Hey, du hast einen Tausender Kamera, geschafft. Die Kamera aus. Alter, das fängt schon wieder an, ich krasse dann. Einfach schnell rein. Oh. Komm schon. Das geht nicht schnell. Es gucken 500 Leute zu. Das ist eine Live-Übertragung. Das ist mir egal. Er macht es. Er sieht, er macht es. Oh, richtig schön. Und hier wird das Wasser nochmal richtig warm. Also fühlt sich halt wärmer an. Also ich liebe es. Ja, guten Morgen Leute. Gerade aufgestanden. Merkt man wahrscheinlich. Oh, ich habe echt super geschlafen und tief geschlafen. Ich sag euch mal, ich schlafe im Dachzelt. Besser wie zu Hause. Und das hier ist die Aussicht von meinem Dachzelt. Ja, kann man so machen, ne? Und da habe ich auch gestern mich gewaschen und bin geschwommen. Während ich mit Sonnenenergie hier meine Freizeitbatterie von Soaki lade, Eingangsspannung ist bei 70 und mein MacBook braucht gerade 40 beim Videorendern, wie ihr sehen könnt. Das erste Video, die Anreise, mit dem Titel Die Anreise, ist in der Mache, weil ich jetzt gerade auch auf
den lieben Daniel warte, bis er mal das Handdachzelt kriegt. Und gleichzeitig müssen wir ja auch an O2 denken. Wir haben 60 GB Volumen pro Woche. Damit kann ich auch diese ganzen Story-Videos machen. Sonst könnte ich das hier gar nicht alles, ja, posten. So Leute, jemand, der mich 2 Wochen aushalten muss, der kriegt von mir auch eine Murat Flock-Tasse. Ja, das könnt ihr demnächst auch bei Amazon bestellen. Werde ich euch auch einen Link geben. Hier, Daniel. Was ist das denn? Eine Murat Flock-Tasse. Deine zukünftigen Wanderungen in Deutschland und deine Touren mit deinem Dachzelt. Du meinst jetzt, wo ich den Tausender geklommen habe, brauche ich einen Karabinerhaken, ja? Ja, genau. Wie ja, geil ist das denn? Wer einmal einen Tausender geschafft hat, der kriegt auch so eine Tasse. Nein. Danke, danke für bis jetzt. Also wir sind ja erst 1,5 Wochen zusammen unterwegs. Acht, neun Tage. Ja. Und bis jetzt echt perfekt. Vielen Dank. Und ja, trink viel raus. Dankeschön. Vielen Dank, danke. Okay. Hast du jetzt damit echt 10 Tage gewartet? Ja, genau. Wie geil ist das denn? Ja, Leute, wir sitzen hier. Ihr seht, ich habe schon richtig Farbe bekommen. Bis ich in Deutschland bin, bin ich wahrscheinlicherweise ein stark pigmentierter. Aber Sebastian hat uns so vermisst, ehrlich, dass er jetzt angekündigt hat, dass er 200, 300 Kilometer bereit ist, hierher zu fahren zu uns, um uns beide hier wieder zu sehen. Ja. Daniel? Und so wie es aussieht, fährt er dann ab morgen. Also zumindest hat er nicht Nein gesagt bisher. Ja. Ab morgen mit uns weiter die Ostküste runter. Ja, wir sind jetzt dann doch 3 Gefährten. 2 gestartet, 3. Mal sehen, ob es auch 4 werden. Ja, bin gespannt. Wir suchen weiter. Bin gespannt. So, nicht, dass ihr denkt, dass ich hier nur den Daniel alleine arbeiten lasse. Aber einer muss ja filmen. In dem Fall filme ich gerade. Denn wir machen Holz für heute Abend, weil der Sebastian kommt, ja. Und wir möchten heute Abend eine gemütliche Männerrunde machen und machen uns dafür Holz, damit wir schön Feuer haben. Ja, wenn wir es uns hier gemütlich machen. Da kommt er ja, der verlorene Sohn.
Ja, wir haben doch gesagt, was hast du gesagt? Er hält es keine 24 Stunden ohne uns aus. Richtig. Und? Er ist da. Er ist da. Er kommt da. Voll verständlich. Also ich würde auch ohne mich nicht auskommen. Hi. Servus. Internationale Freundschaft. Na, jetzt werden wir mal erstmal so. Na? Hallo. Hi. Da bin ich wieder. Ja, Gott sei Dank. Wir haben dich schon vermisst. Nee, das will ich sagen. Das ist ja. Das brennt in 2 Sekunden weg. Wir besorgen uns jetzt gerade Holz, eben Anbrennholz für unser Lagerfeuer. Also wir haben ja schon einiges jetzt besorgt. Also wir könnten, glaube ich, so 1-2 Stunden ohne weiteres hier ein Lagerfeuer betreiben. Und der Sebastian ist ja auch schon da, der hilft auch schon kräftig mit. Ja, und dann machen wir uns ein gemütliches Feuer, wir Männer. Oder? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, hier nochmal separat ein Dankeschön an die liebe Pia, die Mutter von Daniel. Hey Mama. Wirklich hammermäßig der Bigos. Richtig, richtig toll. Ja, aber ich sollte ja von der Tante. Oder mit der Tante. Egal. Ist egal, Mama. Trotzdem danke. Und wir haben ja auch andere Sachen von dir gegessen. Echt richtig, richtig lecker. Sogar dem Schweden schmeckt es. Sogar hier, sogar der Schwede. Danke. Ja, bitte. Also, nochmal vielen, vielen Dank. Echt. Ja Leute, die Mütze habe ich auf wegen den Mücken, aber das Feuer hält ja die Mücken weg, ne? Schön hier und schaut mal, direkt am See. Morgen geht es aber hier wieder gleich mal wieder weg und es geht weiter an der Ostküste runter Richtung Süden. Und ja, wir werden auch die nächsten 1-2 Stunden irgendwann mal so langsam in unsere Schlafhöhlen gehen. War ein schöner Tag hier, ich habe ein Video geschnitten, der geht morgen online um 18 Uhr. Das ist Schweden 2021, die Anreise, nicht verpassen auf YouTube. Ja, und hier der Hauptdarsteller, der liebe Daniel. Und der Hauptdarsteller, er kommt in den, hier der Sebastian, der kommt in den nächsten Videos, der ist im ersten gar nicht dabei. Aber nicht verpassen, kommentieren, liken. Ich bin gespannt, was ihr davon hält. So Leute, mittlerweile haben wir es, ja, ich gucke nochmal. Ja, 1:15. Wir schlafen immer noch nicht und schaut mal, wie hell es ist. Sebastian hier neben mir. Ja Leute, ich bin hier wieder an unserem Platz. Hier hinter mir könnt ihr sehen, ja, hier haben wir ja die letzten 48 Stunden verbracht und haben echt eine schöne Zeit hier gehabt. Sind auch wieder erholt und haben sowas wie Urlaubsmodus. Doch jetzt, bevor wir faul werden, haben wir gedacht, komm, heute gehen wir mal wieder wandern. Und ihr wisst ja, der Sebastian ist gekommen. Alle, die unsere Live-Stories gucken, kriegen das ja mit. Warum ich hier mit dem Lavalier-Mikrofon von meinem DJI Pocket aufnehme, ist ganz einfach. Wir haben es windig und ich hoffe, dass ihr mich so wenigstens ein bisschen verstehen könnt. Ja, der Platz hier ist wunderschön. Wir haben den über Park for Night gefunden wieder und haben das so richtig genossen. Es ist in der ganzen Zeit, wo wir hier waren, haben wir 3 oder 4 Einheimische gesehen, die wirklich täglich hierher kommen und ins Wasser zum Schwimmen halt. Ja, fand mir sehr interessant. Und ja,
Wir werden die nächsten paar Minuten losfahren und eine kleine Wanderung unternehmen. Da nehme ich euch natürlich mit.